Hey Leute, ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu Let's Play Zelda The Wind Waker. Ja, und auch heute ist wieder ein Sidequest-Part angesagt und diesmal werden wir etwas würfeln. Schnick schnack. Was das genau bedeutet, werdet ihr noch erfahren. Manche können es vielleicht schon denken. Wir gehen erstmal dahin. Ich habe mir gedacht, ich mache daraus zwei Parts, denn wir werden diese Riffe besuchen. Für den ein oder anderen wird das ein Begriff sein, für die anderen nicht. Es gibt nämlich 6 Inseln, die Riffe genannt werden. Und da gibt es nämlich auch lohnende Sachen zu holen und das werde ich jetzt mal machen. Und da ich nicht wieder so hetzen will, wie bei dem Feen-Part, mache ich das einfach mal in 2 Parts, sage ich schon mal an. Vielleicht wird es auch nicht 2 Parts, aber wahrscheinlich schon. Denn es ist doch irgendwie auch informativ, das zu sehen. Spannend ist es vielleicht nicht, aber ich hoffe, es wird informativ für euch. Ja, wir sind, wo sind wir eigentlich? Wir sind, gleich zeige ich es euch auf der Karte. Ich werde euch die Fische auf jeden Fall ersparen. Wir sind nämlich hier. So. Die Fische werde ich auf jeden Fall rausschneiden. So, den ersten mache ich noch mit. Wir haben ja 2 Parts, das ist gut. Da machen wir sie. Ja, ja, und auch diese Insel wird hier extremst bewacht und ich hoffe, dieses Vieh... Wow, wow, das war knapp. Mann, diese Dinger sind so hässlich, muss ich sagen. Sehr, sehr hässlich. Das tut schon in den Augen weh, muss ich sagen. Naja, den ersten Fisch tue ich euch mal noch an. Aber danach schneide ich sie alle raus. Gnadenlos werden die Fische rausgeschnitten. Das ergibt Fischfilet. So, das ist nämlich das Einaugenriff. Ja, ja, ich werde nach der Reihenfolge gehen. Ein Würfel hat bekanntlich 6 Seiten. Und so gibt es auch 6 Riffe. Ja, ich habe jetzt nicht gelesen, was es ist, denn wir machen uns jetzt auf den Weg zu diesem Riff. Und ja, das wird ein bisschen länger dauern als bei den Feen. Ich glaube, wir müssen hier nämlich alle Gegner sogar besiegen. Müssen wir eigentlich diese Dinger besiegen? Ich weiß nicht. Ich probiere es einfach mal. Ich glaube, diese Boote müssen wir auf jeden Fall besiegen. Bam! Bam! Boah, wo kommt der denn jetzt her? Der will Rache für meinen Kommentar gerade eben. Stirb! So, vernichtet. Ja, na gut. Tun wir ihm das mal an. Vernichten wir dich! Komm her! Du wolltest das so, tut mir leid. Nein, tut mir nicht. So. Mann, wo kommt denn das jetzt schon wieder her? Hilfe, ich komme nicht mehr hoch. So. Ach Leute, ihr seht schon, hier geht's ordentlich zur Sache. Diese Riffe sind sehr gut bewacht. Also dieses zumindest. Das Einaugenriff ist ja richtig actiongeladen hier. So, Boot. Oh nein, jetzt habe ich wieder meine Bombe nicht draußen. Mann, verdammt. So, so, so. Boot ist schon mal weg. Gut, hier gibt's nämlich... Autsch. Bomben, wie ihr seht. Kanonen. Und ich wusste vorher nicht, dass man die auch mit Boomerang kaputt machen kann. Aber anscheinend dauert es zweimal, ja. Man muss die zweimal treffen. Aber egal, wir verschwenden keine Bomben dafür. Boah. Stirb! Au! Okay. Das hat wehgetan. Und deswegen, ups. Jetzt habe ich sogar die Orientierung verloren. Also, wir müssen auf diesen Riffen nämlich alle Kanonen zerstören. Ich mache das jetzt mal so, das geht einfach schneller. Kanonen haben wir genug. Bomben haben wir genug. Mann, ich komme immer durcheinander mit Kanonen und Bomben. Mann, immer dieser Wellengang. So. Stirb, du Kanone! Friss Bomben, Kanone! Wenn wir das nämlich erledigen... Boah, hier gibt es aber auch viel... Ich glaube, das ist nicht bei jedem Part so. Bei jedem Riff so, dass es so viele Bomben gibt. So, noch die da hinten. Bam. So, wo ist denn noch einer? Da. Oh, das gibt's ja nicht. Also, diese Insel hier ist ordentlich bewacht. Bisschen schneller. Das müsste die letzte sein, hoffe ich jetzt mal. Yeah, und dann passiert nämlich Folgendes. Ein Schatz erscheint in der Mitte des... Riffes. Und wie kommen wir dahin? Wir müssen bei jeder Öffnung eines Riffes geht es nämlich nach oben.
Da können wir das Riff betreten quasi. Und dann müssen wir einmal rumlaufen zum höchsten Punkt dieses Riffes. Und von da aus rüberfliegen. Ich mache das jetzt mal schneller. So, da bin ich auch schon. Schon ist gut. Ja, man muss leider immer ganz rumlaufen, um den, um den höchsten Punkt zu erreichen. Anders kommt man da, glaube ich, nicht hin. Und dann sollte man natürlich nicht so failen, wie ich immer gefailt habe, und gleich runterspringen, ohne dass man sein Blatt auf irgendeine Taste gelegt hat und den Wind geändert hat. Denn ansonsten kann man gleich nochmal den ganzen Weg latschen. So. Von hier aus kommen wir dann nämlich auf die Mittelinsel quasi und können unseren ersten Schatz entgegennehmen. Ja, ich bin ganz gut dabei mit zwei Parts, denke ich. Das war ganz hilfreich. Denn in einem Part schaffen wir das auf keinen Fall. Wenn es nicht sogar drei werden. Ja, wir haben eine Schatzkarte bekommen. Okay, das hört sich jetzt wahrscheinlich nicht besonders an für euch. Eine Schatzkarte, gut, wir haben schon tausende Schatzkarten bekommen, aber das ist keine gewöhnliche Schatzkarte, nein. Ich werde sie gleich mal öffnen. Wo war das? Nein, so muss ich machen. Ich weiß jetzt gar nicht, welche das ist. Haben wir die jetzt bekommen? Ja. Die ist nämlich hier gleich nebenan. Ich öffne mal alle, damit ich, diese Karte habe ich noch nicht geöffnet, damit ich später unterscheiden kann, welche ich noch nicht geöffnet habe. Also welche ich neu bekommen habe. Gut, das war jetzt natürlich schlau. Jetzt muss ich natürlich mein Boot erstmal wieder finden. Ach Gottchen, hoffentlich schaffe ich das bis dahin zu schwimmen. Los Link, du schaffst es! Ja, er schafft's. Gut, wir werden den Schatz gleich mal bergen, denn es gibt bei diesen Riffen nämlich besondere Schätze zu holen. Ja, wieder mal Items hier wechseln. Und dann gucke ich mal auf die Karte, wo ist denn mein Schatz? Mein Schatz, wo bist du? Da, okay, wir steuern fast geradewegs drauf zu. Mann, ich will weg hier. Lass mich in Ruhe. So. Hier müsste es... Ja, wir nähern uns. Und hier müsste es eigentlich sein, wenn ich mich nicht irre. Ja. Gut, jetzt bergen wir mal den Schatz und hoffentlich kommt schon was Cooles raus gleich. Oh Mann, wir haben einen halben Part dafür gebraucht. Die Leuchtzirkelkarte, yeah. Das sind nämlich besondere Karten, die man hier finden kann. Es gibt nämlich sogenannte Leuchtzirkel. Das sind, ja, Kreise von Schätzen auf dem See, auf dem Meer. Und wir gucken uns diese Karte mal an, damit ihr euch vorstellen könnt, was ich meine. Treeforce, Treeforce, Treeforce. Nein, danke. Terry. Leuchtzirkelkarte, ja. Und da seht ihr es. Lauter Leuchtzirkel, die wir besuchen können. Und Schätze bergen ohne Ende. Ich weiß auch nicht, was da so besonders dran ist. Aber es ist eine besondere Karte. Und glaubt mir, Leute, es wird nicht die einzige sein, die besonders ist. Wir machen uns jetzt auf den Weg zum Zwei-Augen-Riff. Und da sich das doch alles ganz schön hinzieht, ich meine, wir haben jetzt schon mehr als einen halben Part für den einen, für das eine Riff hier gebraucht. Und deswegen geht es jetzt einfach mal ans Schneiden für mich. Und wir sehen uns dann beim nächsten Riff. Ja, Leute, da bin ich. Beim Zwei-Augen-Riff. Und zwar ist das hier unten. Und ich habe schon mal alles erledigt hier. Und ihr werdet es nicht glauben, aber mir sind noch mehr Bomben um die Ohren geflogen hier. Hier gab es drei Kanonenboote oder so, die mir das Leben schwer gemacht haben. Naja, ich habe es jetzt geschafft und öffne diesen weiteren Schatz für euch. Und wieder ist eine Schatzkarte drin. Was ein bisschen komisch ist, ich meine, warum finden wir nicht gleich hier diese Special-Schatzkarten? Warum finden wir erst eine Schatzkarte, die uns zu einer Schatzkarte führt? Mysteriös. Naja, da sollte mal jemand eine Doktorarbeit drüber schreiben. Ich werde es auf jeden Fall nicht sein. So, wir machen uns dann auf den Weg zur nächsten und das mache ich gleich
Genauso wie gerade eben, ja. Obwohl, nein, wir machen das nicht auf den Weg zur nächsten. Nein, wir werden jetzt diesen Schatz hier bergen. Und zwar werden wir erstmal gucken, wo der ist. So. Das sollte jetzt die einzige Karte sein, die zu ist. Und zwar ist es Schatzkarte Nummer 13. Ja, jetzt müsste man natürlich wissen, wo diese tolle Insel ist. Das ist natürlich interessant, wäre das schon. Kann sein, dass wir die noch gar nicht gefunden haben. Ja, das ist natürlich toll. Sehr, sehr schön. Ja. Gut, Leute, ich werde diese Insel suchen und finden. Da könnt ihr euch drauf verlassen. Und dann werde ich diesen Schatz für euch bergen. Also, bis gleich, Leute. Ja, nach minutenlanger, erfolgloser Suche habe ich mich dann doch mal entschlossen, Orakel Google zu befragen. Und sie hat mich hierher geführt. Zu der wunderschönen Insel Isla Rabunzla oder wie auch immer sie heißt. Naja, ich berge mal schnell den Schatz, denn wir werden hier fleißig bombardiert. Ich zeige euch auch gleich, wo wir sind, genau auf der Karte. Tada, die Geheimgangkarte gefunden. Ja, und wie man sich schon am Namen denken kann, sie zeigt uns alle Geheimgänge dieses Landes. Wir wollen mal schnell raufschauen. Geheimgangkarte. Bams, da seht ihr, wow, 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 ganz schön viele Geheimgänge gibt's noch. Aber darum kümmern wir uns auch erst später. Ich sag euch noch, wo wir jetzt genau sind. Und zwar sind wir genau hier oben rechts, ja. Hier ist auch die nächste Treeforce-Karte zu holen, aber wie gesagt, die können wir erst holen, wenn wir ein bestimmtes Item haben. Okay, ich mache mich jetzt auf den Weg zum Dreiaugenriff und wir sehen uns gleich dort. Ja, Leute, ich stehe jetzt hier am höchsten Punkt des Dreiaugenriffs, was sich hier befindet. Und einmal mehr habe ich einen Bombenhagel über mich ergehen lassen, um diese Schatztruhe hier herbeizubeschwören. Und ich öffne sie. Und was wird wohl drin sein? Ganz recht, eine weitere Schatztruhe. Nein, nicht eine weitere Schatztruhe, sondern eine weitere Schatzkarte natürlich. Das wäre ja wunderschön, eine weitere Schatztruhe in einer Schatztruhe. So, und auch diesen Schatz werden wir uns gleich holen. Und ich will keine vielen Worte daran verlieren. Ich sag mal bis gleich. Yeah! Obwohl, nein, nein, ich hab... Okay, das war jetzt nicht... Ich will ja erstmal die Schatztruhe öffnen, die Schatzkarte öffnen. Bevor ich sage bis gleich. Mann, Mann, Schatztruhe und Schatzkarte. So schwer kann es auch nicht sein. So, schauen wir uns erstmal die Karte an. Ist ja wohl klar. Welche war das denn? Suchen wir. Da war sie. 32. Und sie ist wieder auf einer Insel, die ich nicht auf meiner Karte habe. Ja, ja, und das heißt wieder einmal, Orakel Google muss mir helfen. Denn ich weiß nicht, wo sie ist, diese Insel. Sehr schön. Naja, okay, Leute, wir sehen uns gleich bei dieser Insel und bergen den Schatz. Ciao. Und da bin ich auch schon wieder. Und zwar sind wir beim Schatz und der befindet sich auf der Insel namens Nautodrom, die sich hier unten befindet. Ja, hier werden wir auch nochmal zurückkehren, irgendwann. Gibt es ein kleines Minispielchen, wo man auch eine interessante Karte gewinnen kann, soweit ich mich erinnere. Aber jetzt kümmern wir uns erstmal um diesen tollen Schatz, den wir jetzt hier bekommen. Und mal gespannt, was wir diesmal für eine Karte bekommen. Ta-ta-ta-bam! Und es ist die Meeresherzenkarte. Yeah, Leute! Und ganz einfach, diese Karte zeigt uns an, wo wir Herzteile finden. Und zwar alle, die auf dem Meer verstreut sind. Also jetzt nicht auf Inseln, sondern auf dem Meer. Ich zeige euch auch diese Karte schnell mal. So, muss ich mal suchen. Meeresherzenkarte. Ja, da seht ihr. Die Schatzkarten, die wir... wo wir die Schatzkarten finden können, die zu einem Herzteil führen. Und ja, darum kümmern wir uns dann auch erst später. Wir machen uns jetzt auf zum nächsten Riff. Das Vieraugenriff. Yeah, wir haben schon die Hälfte geschafft. Yeah! Bis gleich, Leute.